Jetzt reicht's, Griechen raus. So titelte in gewohnt eleganter Manier die Kronenzeitung vergangene Woche. Aber was war da eigentlich geschehen, was diese Mutgassenburlis derart in Rage brachte? Griechenlands Ministerpräsident Georgios Papandreou hatte sich unterstanden, die Idee zu haben, sein Volk zu fragen. Und dabei habe ich mir gedacht, die Krone gibt so viel auf die Stimme des Volkes. Fordern die nicht dauernd irgendwelche Volksabstimmungen? Aha, aber das gilt offenbar nicht für das griechische Volk. Volksabstimmungen bei den Österreichern gut, bei den Griechen böse. Versteh das, wer will. Aber gut, wer ist nur die Krone, deren sprichwörtliche Dummheit sich jeden Tag über uns ergießt? Ist mir ja letztlich wurscht, die Krone. Wenn diese Schlagzeile nicht die bloß vertrottelste Systematik eines Krankheitsbildes wäre, das schleichend so um sich greift. Diese Auffassung nämlich, dass die Demokratie nichts mehr zählt, wenn die Finanzmärkte etwas fordern, weil Demokratie, die ist ja zeitintensiv, die kann man sich nicht leisten, wenn die Finanzmärkte mal was fordern. Und Demokratie, die kann ja zu falschen Entscheidungen führen und deshalb darf die nichts zu reden haben, wenn die weisen Finanzmärkte mal zu einer Überzeugung gefunden haben. Weil die Finanzmärkte, die sind ja so genial, aber das Volk, das ist ja dumm, die Demokratie, die ist ja dumm. Ich überspitze, finden Sie? Nein? Gar nicht. Man findet das heutzutage überall. Lesen Sie sich doch die Leitartikel durch. Überall findet man da diese gern im besserwisserisch arroganten Tonfall vorgetragenen Kommentare, dass die dummen Politiker immer versucht sind, dem dummen Volk unfinanzierbare Versprechen zu machen. Aber Gott sei Dank können die Politiker nicht mehr, wie sie wollen, denn ihnen fallen ja die Finanzmärkte in den Arm und zwingen sie zu verantwortlichem Handeln. Also, die weisen Finanzmärkte korrigieren die dummen, vom Volk gewählten Politiker. Und das ist schon deshalb grotesk, weil mit der Weisheit der Märkte ist das ja so seine Sache. Die weisen Finanzmärkte, das sind ja die, die geglaubt haben, noch 100 und noch 1000 Villen mehr mit goldenen Türschnallen im Sumpfland von Florida seien eine tolle Anlageform. Und deshalb haben sie alle Ersparnisse der Welt dorthin hingeleitet. Ersparnisse, von denen jetzt nichts mehr übrig ist. Oder die geglaubt haben, wenn ich aber Milliarden an Risiken auftürme, diese Risiken verbriefe und auf die ganze Welt verteile, dann streue ich die Risiken und habe dann eine risikofreie Ökonomie. Leider war das halt ein Irrtum, so wurden die Risiken maximiert und die ganze Welt davon infiziert. So genial, die Finanzmärkte. Na, da bin ich aber froh, dass gerade die unsere dummen Politiker korrigieren. Ja, das kann man jetzt überall lesen. Und was man noch überall lesen kann, das ist eine sanftere Form dieses neuen Antidemokratismus. Nämlich, dass wir so arge Probleme haben, dass immer rasch reagiert werden muss und wir uns die Demokratie dann einfach nicht mehr leisten können, weil die Märkte dann nervös werden, wenn unsichere Kantonisten wie Parlamentarier oder gar Bürger entscheiden dürfen. Und ganz falsch ist das ja nicht. Was richtig dran ist, brandgefährliche Situationen erfordern entschlossenes Handeln. Klar, aber brandgefährliche Situationen und all das, was möglicherweise noch vor uns liegt und wo die Griechen und die Spanier schon drinstecken, erfordert auch, die Bevölkerung einzubeziehen. Wenn die Leute das Gefühl haben, dass es nicht mehr gerecht zugeht, fliegen uns schon bald die Trümmer um die Ohren. Aber es werden uns auch die Trümmer um die Ohren fliegen, wenn man die Bürger wie infantile Kleinkinder behandelt, die das alles nicht verstehen, weil das alles so kompliziert ist mit der Ökonomie und dass man das denen eh nicht erklären kann. Wenn man die Bürger so behandelt, als wären sie infantile Kleinkinder, dann werden sie irgendwann mal nämlich auch handeln, als wären sie infantile Kleinkinder. Dann werden sie eben wie die Griechen sowohl mehrheitlich der Meinung sein, dass das Land in der Eurozone bleiben soll, wie auch mehrheitlich den Rettungsplan ablehnen. Und da verstehe ich schon, wenn jemand wie der Herr Papandreou aus diesem Teufelskreis einen Ausweg suchen wollte. Und sagt, ich behandle die Bürger wie erwachsene Menschen und ich vertraue darauf, dass, wenn man sie fragt, wenn man einen ernsthaften politischen Prozess organisiert, sie auch ernsthaft entscheiden werden. Wissen Sie, früher, da haben die Maoisten immer so romantisch von der Weisheit des Volkes gesprochen. Das war natürlich eine depperte Romantik. Aber heute geht man viel zu oft und gehen viel zu viele Menschen von der prinzipiellen Dummheit des Volkes aus. Und das ist auch wieder deppert und nicht einmal romantisch. Für eine Schrecksekunde, hat der Jürgen Habermas gerade geschrieben, hat Papandreou das Drama ins Licht jener Arena zurückgeholt, wo aus Betroffenen Beteiligte werden können. Aus Betroffenen
Beteiligte oder anders aus bloßen Opfern demokratische Akteure. Und nochmal, um Habermas zu zitieren, gerade wenn nur die Wahl zwischen Pest und Cholera besteht, darf die Entscheidung nicht über die Köpfe einer demokratischen Bevölkerung hinweg getroffen werden. Und jenseits all dieser politisch-atmosphärischen, teils nur diskursiven Bedenklichkeiten erleben wir heute aber auch schleichend und nach, dass immer mehr demokratische Gepflogenheiten geopfert werden. In Deutschland musste erst der Verfassungsgerichtshof durchsetzen, dass die Regierung das Parlament nicht umgehen darf. Und jetzt bin ich übrigens keineswegs der Meinung, dass Demokratie immer heißt, dass das Parlament mitredet oder gar das Volk abstimmt. Es ist natürlich nicht grundsätzlich undemokratisch, wenn Premierminister und Kanzlerinnen entscheiden, weil die sind ja auch demokratisch gewählt. Aber immer häufiger treffen die halt dann Entscheidungen und allen anderen wird gesagt, friss oder stirb. Oder sie treffen dann nur irgendwelche Grundsatzentscheidungen und alles weitere wird irgendwelchen Beamten oder nicht gewählten Taskforces überlassen, die dann wie Kleindiktatoren einreiten und sich einbilden, sie verkörpern die pragmatische Vernunft, während lokale Politiker und Bürger nur die Unvernunft verkörpern. Und insofern sind auch diese Sixpack-Entscheidungen der Europäischen Union durchaus bedenklich. Vielleicht haben Sie von denen noch nichts gehört, ist ein bisschen hintenrum, hinter unserem Rücken entschieden worden. Da wurde die Grundsatzentscheidung zu einer europäischen Wirtschaftsregierung getroffen. Halte ich für absolut wichtig, weil in einer Währungsunion dürfen wir uns makroökonomische Ungleichgewichte nicht leisten. Das dürfen wir nicht zulassen, dass die entstehen. Wenn im starken Deutschland die Löhne stagnieren und im schwächeren Spanien steigen, dann führt es am Ende dazu, dass Spanien nicht mehr mithalten kann. Da muss man da schon ein Auge drauf haben. Bin ich absolut dafür. Aber was hat man da jetzt eingeführt? Irgendwelche EU-Beamte? Und ich habe überhaupt nichts gegen EU-Beamte. Viele von denen sind die klügsten und vorausschauendsten Leute, also das ist gar nicht mein Punkt. Aber diese EU-Beamte, die dürfen jetzt diese Ungleichgewichte benennen und wenn ein Land nicht spurt, wird es gestraft. Und welchen Katalog an Ungleichgewichten da überhaupt benannt werden soll, kategorisiert werden soll, das dürfen die Beamten gleich selbst mit ausarbeiten, weil die Regierungschefs, die treffen ja nur Grundsatzentscheidungen. Und kein Parlament zwischen Olymp und Irland hat da noch irgendwas mitzureden. Und das kann jetzt theoretisch so enden, dass wenn in Spanien und Deutschland die Löhne stagnieren und sich in Deutschland die Arbeitgeber und die Gewerkschaften auf eine Lohnerhöhung von 3,1% einigen, die Beamten aus Brüssel jetzt sagen, das ist viel zu wenig Lohnerhöhung. Ihr Deutschen, ihr werdet jetzt bestraft, wenn ihr die Löhne nicht stärker erhöht, damit die Ungleichgewichte zwischen Deutschland und Spanien sich nicht doch stärker entwickeln. Na, das wäre doch schön, werden Sie jetzt vielleicht sagen, wenn irgendwelche EU-Beamten die deutsche Regierung oder die österreichische Regierung bestrafen, wenn die österreichischen Arbeitgeber die Löhne nicht stärker erhöhen. Ja, nur so wird es halt dann doch nicht kommen. So gut kenne ich die Beamten der EU-Kommission dann auch wieder. Wenn die Löhne in Deutschland stagnieren und in Griechenland handelt eine Gewerkschaft beispielsweise ein Plus von 1% aus, dann werden die sagen, nein, das müsst ihr wieder aufschnüren. Bei euch müssen die Löhne um 1% sinken, wegen eurer Wettbewerbsposition. Und wenn ihr es nicht tut, dann wird euer Land bestraft, dann müsst ihr Strafe zahlen. So oder so ähnlich wird es kommen. Und wer hat die gewählt? Niemand hat die gewählt. Und welchen Einfluss hat das demokratische EU-Parlament darauf? Na, nicht viel Einfluss. Und das ist halt schon ein wenig fragwürdig. Auch wenn man, so wie ich das bin, grundsätzlich für makroökonomische Feinsteuerung im Euroraum ist. Und solche Fragwürdigkeiten werden dieser Tage im Wochenrhythmus etabliert. Und die Demokratie? Gebete. Die ist langweilig. Stört im Notfall. Nur, und was ist heutzutage? Kein Notfall. So wird er langsam geschliffen. Der demokratische Konsens in Europa. Und die wenigsten, die da mitmachen, meinen das böse. Aber am Ende wirkt das doch wie schleichendes Gift. So dass am Ende vielleicht die Idee sich ausbreitet, dass autoritäre Notstandsregierungen vielleicht viel funktionstüchtiger wären. Also jedenfalls die Märkte, die würden die sicher ganz toll finden. Die Märkte würden autoritäre Notstandsregierungen ganz sicher ganz toll finden. Und ich bin jetzt wirklich kein Alarmist und ich denke mir, wir sind hier alle zusammen vom Szenario Notstandsregierung noch weit genug entfernt. Aber der Frank Schirmacher, mit dem ich selten einer Meinung bin und in letzter Zeit erschreckend oft einer Meinung bin, der hat schon recht, wenn er schreibt, so war es immer in den Inkubationsphasen der großen autoritären Krisen des 20. Jahrhunderts.
dass sich so ein Bewusstsein ausgebreitet hat, dass der Parlamentarismus und die dauernden Wahlen halt nicht zu Rande kommen mit den großen Problemen. Es entfaltet sich da gerade ein großes Drama. Titel: Die Märkte gegen die Demokratie.